Wir melden uns hier von der Baustelle in Lingen bei Neptun. Und hier stehen wir schon auf einem der beiden Tanks, die wir hier errichtet haben. Georg, was ist das für ein Tank? Ja, das ist der Lagerstättenwassertank und der ist eigentlich für die Ölgewinnung von Neptun. Ja, der eine ist für das Öl, was aus dem Boden kommt, das wird dann da getrennt. Und den zweiten Tank ist dann schon fast das reine Öl und das geht dann schon direkt in die Raffinerie. Ja, wir sind ungefähr auf 18 Meter Höhe. Durchmesser haben wir 23 Meter und wir haben hier sozusagen ein Klepperbodendach. Das ist eigentlich aus Teilen gefertigt und ist ein, sozusagen eine Halbkugel. Diesmal fertigen wir das aus Duplexstahl. Da ist ein bisschen schwerer zu verarbeiten, weil er ziemlich hart ist. Die Innenbeschichtung fällt natürlich weg. Für den Betrieb danach ist das natürlich ein Riesenvorteil. Wie war die Zusammenarbeit? Die war sehr gut und das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Vor allen Dingen, wenn wir auch technische Fragen hatten, weil es für uns jetzt das erste Mal ist, dass wir solche Tanks bauen in Edelstahl, sind wir immer kompetent beraten worden und sind sehr zufrieden da. Genau. Diese Tanks hier ersetzen Tanks, die waren wie lange in Betrieb? Die waren jetzt fast 60 Jahre in Betrieb. Okay. Das heißt, in der Zwischenzeit hat sich ja auch materialtechnisch einiges getan. Dieser Tank hier wurde in Duplexstahl ausgeführt. Das war aber nicht ursprünglich Teil der Ausschreibung, oder? Das ist richtig. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir möchten wieder einen C-Stahl-Tank haben mit Beschichtung. Und das ist so für uns Stand der Technik gewesen. Und bei der Ausschreibung dann in den technischen Klärungsgesprächen, auch dann mit Ihnen, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass man eben das auch in Duplex errichten kann. Und das Thema Beschichtung, was ja für uns immer viel Maintenance im Nachgang bedeutet, würde dadurch wegfallen. Und das war dann der richtige Treiber, der uns gesagt hat, okay, da sollten wir mal drüber nachdenken, von unserem Stand der Technik mal abzuweichen und eben Richtung Duplex zu schauen. Also das hätten wir nicht gehabt, wenn wir da nicht mit Ihnen im Gespräch gewesen wären. Okay, freut uns natürlich sehr, dass es eine tolle Umsetzung gefunden hat. Die beiden Tanks sind in Duplexstahl ausgeführt, das heißt für Sie eigentlich dann im Nachgang weniger Wartungsaufwand. Deutlich weniger Wartungsaufwand, ja. Super. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit der Performance und Kremsmüller hat einen ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet, dieses Projekt zum Erfolg zu führen und damit auch unseren Standort hier in Bramberge für die kommenden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zu sichern. Wir haben hier gesehen, dass sorgfältige Planung da war, die sich auch praktisch umsetzen ließ, sowohl was die technische Qualität anbelangt, als auch was die zeitliche Planung anbelangt. Trotz der Corona-Schwierigkeiten, die wir nun alle, mit denen wir alle umzugehen hatten, ist es uns doch gelungen, das Projekt, diesen Teil mit Firma Kremsmüller, weitgehend im ursprünglich gesteckten Rahmen abzuwickeln, sodass unser Projekt insgesamt noch voll in der Spur ist. Und auch wir würden gern weiter und wieder mit Kremsmüller zusammenarbeiten. Es wurden ja 300 Schweißnähte, soweit ich informiert bin, auf der Baustelle auch geschweißt von unseren Leuten. Hat die Qualität gepasst? Das hat sehr gut gepasst. Die Verarbeitungsqualität war sehr gut. Wir hatten nur 3 Reparaturen. Also das ist schon ein großes Lob an den Schweißern. Sehr gute Arbeit. Die Firma Kremsmüller kann gerne wiederkommen. Welchen Stellenwert haben solche Projekte wie diese für Kremsmüller? Einen sehr hohen Stellenwert. Hier haben wir eine unserer wirklichen Stärken ins Rennen bringen können, nämlich dass wir den Kunden auch technisch beraten konnten. Wir haben ein neues Werkstoffkonzept ins Spiel gebracht. Das ist gut angekommen und wir haben es dann auch umsetzen dürfen. Es ist großartig, was das Team hier geleistet hat. Es waren ja wirklich widrige Bedingungen. Es gab Corona, es gab Einreisebeschränkungen, es gab unklare Richtlinien und es gab auch einen durchaus strengen Winter hier. Aber unser Team hat das wirklich gut gemeistert in Zusammenarbeit und letztendlich ist ein tolles Projekt dabei rausgekommen. Deutschland ist ja gerade im Fokus bei uns. Wir konzentrieren uns darauf, hier noch mehr Markenbekanntschaft zu erreichen, noch mehr Projekte, tolle Projekte wie diese hier in Lingen zu bekommen und auch umzusetzen. Und wir freuen uns auf weitere Umsetzungen dieser Art. Ganz genau. Wir haben festgestellt, es gibt sehr viele Kunden in Deutschland, die wirklich sehr, sehr gut zu uns passen. Wir werden uns jetzt in den nächsten Monaten genau auf das konzentrieren, nämlich genau diese Kunden zu finden, zu identifizieren und gemeinsam tolle Projekte abzuwickeln. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.